So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Wir haben heute wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Wenn ich die Schere wieder finde, die der Arti gerade runtergeschmissen hat, denn wir haben zwei Pakete am Start, aber ich werde nur eins auspacken. Und warum? Zack, und da ist es wieder umgefallen. Das erzähle ich euch gleich. Erstmal Schere suchen. Erstmal Adi ins Waschbecken reintun. Wir haben nämlich hier ein kleines Paket vom Brainy. Ja, wer kennt den Brainy? Das kam aber als zweites heute und deswegen werden wir das Paket vom Brainy. Da steht sogar Brainy drauf. Guckt mal hier. Brainy! Seht ihr das? Das werden wir uns aufheben. Und konzentrieren uns jetzt mal hier auf dieses große. Boah. Dieses große Gelbe, was richtig brutal aussieht. Guckt ihr das so an? Das war nur fürs Thumbnail, keine Sorge. Das werden wir jetzt aufmachen. Das ist wieder mal vom Fritz, ja. Der Fritz hat letztens geschickt diesen großen Balken, was aussah wie ein Cardboard-Teil, wo du dachtest, er schickt dir hier einen Stützbalken vom Cardboard. Dann hat er gemeint, da kommt aber noch was hinterher. Jetzt müssen wir hier mal reingucken, was das ist. Weil das eine war ein Lebensmittelpaket. Dann hieß es, er schickt Lebensmittel. Da habe ich gesagt, hä, das andere war noch auch Lebensmittel. Und dann hieß es, ja, nee, das ist irgendwie ein, das Überlebenspaket gewesen. Und das ist ein reines Lebensmittelpaket. Deswegen mag ich es eigentlich, wenn der Adi immer im Waschbecken sitzt, weil da wirft er nicht immer zu alles fünfmal um, sondern nur dreimal. Wir müssen mal gucken, wie das hier, ich glaube jetzt in der Mitte auf. Hier müsste das eigentlich ungefähr klappen. Zack. Adi, du kriegst heute nichts mit, weil du nicht hier drüben sitzt, weil du dort sitzt und deswegen kriegst du nichts mit. Vielleicht hättest du mal wechseln sollen in dein Waschbecken. Dann siehst du nämlich, was wir hier haben. Jetzt ziehen wir erstmal den Beutel hier auf. Packen das hier rüber. Das machen wir auf. Das können wir aber nicht rüberpacken, das ist fest. Wir haben hier irgendwie Westminster-Tee, Schwarztee-Mischung. Ja? Gerade in letzter Zeit wegen Corona ist viel Tee getrunken. Da passt jetzt nochmal Westminster-Schwarztee gut dazu. Vielleicht mit Milchschrein, mit Honig. Dürfte das eine feine Sache sein. Dann haben wir hier eine komische Kiste, eine Brotbüchse. Sind da Eier drin? Eine Brotbüchse mit, so wie es ausschaut, einer Packung Eier. Habt ihr schon mal Eier per Post gekriegt? Ja? Guck mal, wie schön. 6 Eier aus Freilandhaltung. Nessendorfer Mühle steht da. Jetzt machen wir das mal auf. Gucken wir hier rein. Und die Eier sind noch heil. Ja? 6 braune Eier. Das ist ja richtig toll. Die tue ich jetzt mal ohne die Folie da rein und die Folie tue ich wieder dahin und die Eier packe ich mir hier drüben drauf, ungefähr so, in Hoffnung, dass sie da stehen bleiben. Dann sehe ich hier Wurst, oder? Hier sehen wir Tarzinski Cabanossi exklusive Chili, so richtig ganz dünne, so Chili-Beißer irgendwas. Hier einen Sack. Den Sack tun wir mal kurz zur Seite. Dann nehme ich hier nochmal solche Beißer, aber andere, das sind dickere, die sehen richtig Cabanossi-mäßig aus, weil die hier so total verschrumpelt sind. Cabanossi Prizovi. Irgendwie so ähnlich. Tun wir mal beim Adi rein. Dann haben wir das. Das sind die gleichen wie eben, diese Prizovi. Also wurscht ist auf jeden Fall da. Nochmal eine Chili-Beißer-Packung. Ja, die hättest du dich vorher reingelegt, dann wäre alles fett. Da haben wir Zitronen. 4 Zitronen. Die Mama hat die ganze Zeit hier Wasser getrunken und hat sich da Zitrone reingemacht. Zitronen auch wichtig. Corned Beef sehe ich hier. Mit so einem Schlüssel dran. Ich habe noch nie gerafft, wie man das aufmacht. Ich habe das immer normal mit dem Dosenöffner dann gemacht. Brasilianisches Corned Beef. Ich habe auch noch nie Corned Beef gegessen.
sind auch zwei Dosen drin von dem Corned Beef, ja. Tun wir auch hier rüber. Dann haben wir hier irgendwie eine Knoblauch, glaube ich. Ich habe noch nie Knoblauch gekauft. Bruder, ich schwöre, ich sage immer nur mit Knoblauchsoße, aber dürfte eine Knoblauchzehe sein. Dann haben wir hier Babykartoffeln. Ein Hütscher mit Babykartoffeln. Auch noch dabei. Also ich glaube, der Fritz möchte, dass wir zum Koch umschulen. Deutsche Bio-Rote Beete. Die fühlt sich richtig pervers an. Das ist so ein richtiges Natururin, wäre jetzt übelst aus dem Häuschen. Der tut ja eh immer alle möglichen Sachen zusammen und kocht da schönes Essen raus. Ich bin da voll die Niete. Hier liegt ein einzelner Corned Beef Schlüssel drin. Den tun wir mal hier oben mit rein. Dann habt ihr ja Ditte. Weiß ich gar nicht, was das ist, ja? Hier, ein Heizstab, ne? Wenn der Toaster kaputt ist. Das ist wahrscheinlich eine Kartoffel. Also um Kartoffeln zu quetschen und andere Sachen. Obwohl es eigentlich immer so eine Kartoffelpresse gab, das kenne ich noch von früher, dass du die da rein hast die zusammen und dann hast du Kartoffelbrei draus gemacht. Aber das soll ja nicht zum Brei, das soll einfach zum... Klärt mich mal auf, was das ist, was man damit macht und dann wissen wir Bescheid. Da stehe ich wieder richtig blöd da. Dankeschön dafür, auf jeden Fall. Dann haben wir hier, das sind aber jetzt Zwiebeln, oder? Schalottenzwiebeln, also diese kleinen, diese birnenförmigen Schalottenzwiebeln. Er hat ja, glaube ich, auch nochmal geschrieben, er hat eigentlich alle Zutaten für das Lapskaus reingepackt, sodass man Lapskaus selber machen kann. Dann haben wir hier Bier. Und zwar nicht irgendein Bier, sondern wir haben... Ich hoffe, das sind alles drei dieselben. Was ist das mit Honig? Wir haben Lomza, ja, kennt das jemand? Lomza? Miodobe? Da ist auf jeden Fall hier so schön so Honig mit drauf. Honigbier? Bier? Mit Honig? Honig mit Bier und Bier mit Honig. Das tun wir wieder zum Adi hinter. Das scheint dasselbe zu sein. Und das scheint auch... Ne, das ist wieder was anderes. Das heißt, das müssen wir auch auspacken. Um zu gucken, was da drin ist. Das sieht irgendwie durchsichtig aus. Im Endeffekt ist es jetzt Essig. Essig nicht. Gut, ja. Warum haben wir eigentlich eine Schere, wenn wir die nicht benutzen? Wir gehen jetzt mal mit der Schere hier rein. Da können wir bestimmt ein fettes Loch reinschneiden, dass wir besser hier an die Flasche kommen. Oh, Junge, das ist so gut verpackt. Da schafft es nicht mal die Post, da irgendwie mit ihren Fußball-Paketaktionen da irgendwie was reinzutreten. Oha. Nee, warte mal. Das ist weder Bier, noch ist das Essig. Das ist was ganz anderes. Und zwar ist das unmöglich auszupacken, ja. Das ist es, genau, jetzt haben wir es. Nein, ihr habt hier... Spiritus Dutch Pusxie Retrified Spirit mit 95% Trinkspiritus steht da hinten. Jetzt wollte ich gerade sagen, der ist bestimmt nicht zum Trinken, der ist bestimmt nur so zum Verfeinern, zum Kochen, zum irgendwas. Trinkspiritus. Nur in verdünnter Form trinken. Mindestens 1:1 mit Wasser verdünnen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht an Personen unter 18 Jahren verkauft werden. Leicht entzündlich. Produkt aus Polen. Ein halber Liter mit 95%. 1:1 mit Wasser. Das heißt also, wenn ich eine Flasche Wasser, einen halben Liter Wasser und das nehme und dann trinke, ist das okay? Es klingt für mich ziemlich brutal, auch leicht entzündlich. Gibt einen Kanal, den habe ich in letzter Zeit öfters mal gesehen. Da haben die auch den stärksten Alkohol der Welt getestet. Das waren, glaube ich, auch zwei Briten. Die haben auf jeden Fall so komisch geredet. Days. Da haben die auch dann immer so einen kleinen Shot getrunken und haben sich hochgearbeitet und waren dann auch bei über 90%igen Sachen, die sie dann auch versucht haben zu verdünnen und dann zu probieren. Die waren total besoffen, weil die halt immer verschiedene kleine Taschenrutscher sozusagen getrunken haben.
kleine Gläschen und ja, die haben das immer auf den Tisch gekippt und haben es dann angezündet und dann haben sie den Tisch gebrannt. Leicht entzündlich, das wohl auch so. Dann sehe ich hier aber noch ein Switch-Controller. Ein Nintendo Switch-Controller. So muss ich nicht mehr hier das, die Dinger und alles, sondern ich habe direkt einen Controller für die Switch. Wer das nicht weiß, der Fritz, also der Urinalbecken, der hat mir ja letztens eine Switch geschenkt, zugeschickt. Mit Let's Go Pikachu dabei. Weshalb ich dann auch angefangen hatte, Pokémon Unite öfters zu streamen und zu spielen. Jetzt während Coronas ist das leider ein bisschen ausgefallen, weil ich immer nur mich auf das Nötigste beschränkt habe. Wenn es jetzt alles wieder super ist, ihr seht ja, Haare sitzt, werde ich auch wieder öfters Unite zocken und vor allem wollte ich auch das Let's Go Pikachu dann mal anzocken in Vorbereitung auf das strahlende Perle oder wie auch immer, wenn das kommt. Jetzt hast du hier noch einen richtigen Controller dabei. Also Fritz, der genau wie hier, guckt euch das an, Pokémon Schild. Ich habe das Pikachu noch nicht mal angetestet. Jetzt kommt bald hier Perle. Und jetzt habe ich hier Schild. Bist du denn verrückt? Och, wie klein und süß das ist. Und da ist auch noch ein Nintendo eShop. Alter. 50 Euro Guthaben für den Nintendo eShop. Das heißt, du kannst damit im Nintendo Shop für 50 Euro einkaufen und kannst dir da irgendwelche Sachen runterladen. Vergiss die ganzen Lebensmittel, das ist das Heftigste mit dem Gutschein und dem Controller. Ich raste komplett aus, ich komme nur gar nicht mehr hinterher, weil der Kanal so voll ist. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich wie wo was machen soll. Und jetzt, es gehen so viele Türen auf, du weißt überhaupt nicht, durch welche Tür du durchgehen sollst, ja? Fritz, bitte, hab Erbarmen, gönn mir doch ein bisschen Ruhe. Wir sind ja nicht mal fertig, wir haben nur den alten vergammelten Aldi-Beutel als Kühltasche. Und den müssen wir auch mal noch aufmachen und müssen hier noch mal reingucken, was das denn jetzt hier noch ist. Also riechen tue ich nichts. Wir haben hier drin wahrscheinlich Käse. Guck's dir an, die Maus ist in der Falle. Ja, es ist ja keine Maus. Wir haben hier letztens auch Käse bekommen. Das dürfte auch Käse sein. Das Problem ist, ich schmecke momentan halt immer noch nichts. Es ist schade, wenn man das jetzt alles hier isst und es gar nicht, sieht aus wieder wie ein Pizzastück auf einer Picknickdecke. Vor allem in so einem riesen, so ein riesen Beutel für so ein kleines Stück Pizza. Feiere ich auf jeden Fall. Ach, Stück Pizza für Dings halt. Dann haben wir hier, was haben wir hier noch drin? Das ist auch nochmal eingepackt, als wäre es eine Packung C4. Jetzt wisst ihr auch, wieso wir das zweite Paket nicht noch öffnen können. Weil das erste schon so lang und umfangreich ist. Fisch! Das ist der Vollmops, oder? Ich merke schon ganz leicht, wie es irgendwie schmierig wird. Vielleicht bilde ich es mir aber auch nur ein, weil ich den Fisch gesehen habe. Solange keine Dose Suströmming drin ist, ist alles gut. Das dürfte eine Dose Rollmops sein. Ist sie ausgelaufen? Oder ist da so wenig Brühe drin? So, wir tun die jetzt mal raus. Das ist herrlich. Da nochmal Kartoffeln dazu. Schön so Fisch dazu essen. Ne? Den Käse, da wartest du. Aber den Fisch, den kannst du dir so reinhauen. Rollmops, ne? Wann habt ihr das letzte Mal Rollmops gegessen? Ein Gläschen Rollmops. Ich hätte nie gedacht, dass mir irgendjemand mal ein Glas Rollmops schickt. Was ist das? Das fühlt sich irgendwie weich an. Gurken? Oh, das ist alles so heftig verpackt. Ich glaube, das stecke ich jetzt lieber nicht mit der Schere rein, sonst spritzt alles rum. Obwohl, wenn wir das hier oben so aufmachen, dürfte das eigentlich funktionieren. Genau. Dann können wir das nämlich abmachen und haben hier einen ganzen Beutel pervers. Und wenn ihr da reinguckt, seht ihr da so komische Tiere drin, so grüne, gurkenförmige Tiere, die da rumschwimmen. Also irgendwelche heftigen Gurken, vielleicht auch mit heftiges Geschmack. Und hier, das wird nochmal ein Käse sein, der ist nämlich auch in so eine Picknickdecke eingewickelt.
Ich blick gar nicht mehr durch. Ihr habt so viel Zeug geschickt in der ganzen Corona-Phase jetzt. Ich komme gar nicht hinterher. Die ganzen Konservendosen sind doch da, da sind doch Cases da, da sind doch Nudeln da. Der Adi hat so viel, keine Ahnung, hin und her. Jetzt hier noch 95% Spiritus. Dann habt ihr hier noch Honigbier irgendwas. Ja, das sieht scheiße aus. So auch, aber trotzdem, so muss ich es jetzt lassen. Dankeschön an Fritz. Du bist so brutal unterwegs. Ich verstehe das immer noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wann ich das zocken soll. Schild jetzt bekommen. Schild bekommen. 50 Euro. Mann, Mann, Mann. Das heißt, ich werde das alles jetzt zusammenpacken. Ich muss das mal rüberbringen. Pupsi ist nämlich da. Mama ist da. Muss das denen auch mal zeigen, dass sie dann sehen, was da los ist. Und würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.